Heute für euch die Geschichte der maulenden Myrte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Myrte Warren war eine Hexe, die 1928 als Tochter einer Muggelmutter und eines Muggelvaters geboren wurde. Sie begann ihre Ausbildung an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im Jahr 1940 und als sie in Hogwarts ankam, wurde sie in das Haus Ravenclaw einsortiert. In Hogwarts konnte sie leider keine Freunde finden und wurde ständig gehänselt und gemobbt wegen ihres Aussehens, zu dem eine Brille und auch Akne gehörten. Myrte lächelte fast nie und nahm bei den kleinsten Beleidigungen schon großen Anstoß und weinte Ströme von Tränen. Sie jammerte ständig und daher auch ihr Spitzname, Maulende Myrte. Sie war oft so wütend, dass sie einige Male versuchte, sich schon umzubringen. 1943, einige Zeit nach Myrtles Ausbildung, wurde die Kammer des Schreckens zum ersten Mal geöffnet. Die Kammer des Schreckens war eine legendäre Kammer, die von Salazar Slytherin gebaut wurde, und in dieser befand sich ein Ungeheuer, das nur sein Erbe kontrollieren konnte. Es wurde angenommen, dass Rubius Hagrid die Kammer geöffnet hatte, weil er dabei erwischt wurde, wie er Aragog aufzog, das als Monster galt. Aber in Wirklichkeit war es Tom Marvolo Riddle, oder besser gesagt Voldemort, der die Kammer öffnete. Hogwarts stand bald vor der Schließung, da muggelstämmige Schüler auf mysteriöse Weise von der geheimnisvollen Bestie angegriffen wurden, von der man glaubte, sie befände sich in der Kammer. An ihrem letzten Tag im Leben, dem 13. Juni 1943, wurde Myrte von einer anderen Schülerin, Olive Hornby, gehänselt. Sie hatte sich über Myrtles Brille lustig gemacht und Myrte daraufhin schluchzend zurückgelassen. Myrte rannte daraufhin in eine der Toiletten und begann zu weinen. Kurz nachdem Myrte das Badezimmer betreten hatte, kam Riddle herein und begann in Parsel zu sprechen, um die Kammer des Schreckens zu öffnen, deren Eingang hinter dem Waschbecken versteckt war. Der Eingang zur Kammer des Schreckens befand sich hinter dem Waschbecken vor der Kabine, in der sich Myrte zu diesem Zeitpunkt befand. Das Ungeheuer von Slytherin, ein Basilisk, kam daraufhin aus dem Eingang der Kammer des Schreckens. Das Ungeheuer hatte die Rohre als Transportmittel genutzt, um nicht gesehen und somit nicht gefangen zu werden. Myrte, die immer noch in einer der Kabinen war, erkannte die Stimme als die eines Jungen. Sie öffnete die Tür der Kabine und wollte Riddle gerade anschreien, er solle weggehen. Auf Riddles Befehl hin schoss der Basilisk auf Myrte zu und starrte Myrte an. Ihre Augen trafen sich mit denen des Monsters. Da der Blick in die Augen eines Basilisken tödlich ist, war Myrte auf der Stelle tot und ihr Körper fiel auf den Boden des Badezimmers. Und so wurde sie das erste Opfer von Voldemort. Voldemort benutzte ihre Ermordung, um so seinen ersten Horcrux herzustellen, das Tagebuch. Myrtles Leiche wurde später von Hornby gefunden, etwas, das Hornby nicht so schnell vergessen würde. Myrtles Leiche wurde nach ihrer Entdeckung aus der Schule entfernt. Niemand hat mich vermisst, selbst als ich noch lebte. Sie haben stundenlang gebraucht, um meine Leiche zu finden. Nach ihrem Tod kehrte Myrte als Geist zurück, um die Studentin Olive Hornby heimzusuchen und zu verfolgen, um sich für das Mobbing an ihr zu rächen. Olive ging zum Zaubereiministerium, um Myrte zu bändigen, die daraufhin verpflichtet wurde, in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu bleiben. Seitdem sucht sie das Badezimmer heim, in dem sie gestorben war, obwohl sie manchmal in anderen Räumen und Toiletten zu sehen war. Gelegentlich wurde sie sogar in den Schwarzen See gespült. Als Ergebnis ihres Spukes wurde ihre Toilette selten benutzt und stand daher perfekt für geheime Aktivitäten zur Verfügung, wie das verbotene Brauen von Zaubertränken, sofern man sich nicht an ihrer Gesellschaft störte. Im Schuljahr 1992 wurde die Kammer 50 Jahre nach ihrer letzten Öffnung wieder geöffnet. Diesmal allerdings nicht von Tom Riddle, sondern von Ginny Weasley, die vom Tagebuch des früheren Öffners Tom Riddle besessen war. Das Tagebuch war ein Horcrux, obwohl es damals als Erinnerung bezeichnet wurde. Myrte überschwemmte später in einem Anfall von Wut ihr Badezimmer, als Ginny versuchte, das Tagebuch zu entsorgen, indem sie es in der Toilette von Myrtles Kabine runterspürte. Im selben Jahr veranstaltete der fast kopflose Nick eine Party zum Tag des Todes, an der sowohl Peeves als auch Myrte teilnahmen. Hermine Granger benutzte 1992 Myrtles Badezimmer, um Vielsafttrank zu brauen, den Harry Potter und Ron Weasley benutzten, um die Slytherin-Schüler Goyle und Crabbe zu verkörpern. So verkleidet betraten sie den Slytherin-Gemeinschaftsraum, um Draco Malfoy über die Kammer des Schreckens zu befragen. Sie erfuhren nur, dass nach Aussage von Dracos Vater Lucius Malfoy das letzte Mal, als die Kammer geöffnet wurde, ein Schlammblut getötet wurde und das entgegen ihrer Vermutung Draco nicht der Erbe von Slytherin war.
Harry und Ron erfuhren später von Aragog, der Akromantula, dass die ermordete Schülerin in einem Badezimmer getötet wurde. Und Harry erkannte, dass es sich bei der Schülerin um Myrte handeln musste. Myrte fühlte sich geschmeichelt von Harrys Bitte, die Geschichte ihres Todes zu erzählen. Es ist möglich, dass Harry die erste Person war, die sie als etwas behandelte, was Wert hatte, und das spürte sie. Myrte erinnerte sich nur an ein paar riesige gelbe Augen, die sie gesehen hatte, kurz bevor sie starb. Oh, es war furchtbar. Es passierte genau hier drin. Ich hatte mich versteckt, denn Olive hatte mich wegen meiner Brille gehänselt. Die Tür war verschlossen und ich habe geweint. Und dann hörte ich jemanden hereinkommen. Er sagte etwas Lustiges. Eine andere Sprache, glaube ich. Jedenfalls war es ein Junge, der zu mir sprach. Also schloss ich die Tür auf, um ihm zu sagen, er solle gefälligst auf seine eigene Toilette gehen. Und dann war ich auch schon tot. Offenbar hat sie niemanden über ihren Tod informiert, bis sie es Harry, Ron und Lockhart erzählte. Es ist unbekannt, warum sie Armando Dippet und Albus Dumbledore nie von der Ursache ihres Todes erzählt hat. Es ist durchaus möglich, dass sie kurz nach ihrem Tod zu verzweifelt war, um darüber zu sprechen. Aber weder Harry noch Ron erkannten dies als Hinweis darauf, dass das Monster ein Basilisk war. Hermine hatte bereits vor ihrer Versteinerung durch Nachforschung in der Bibliothek auf die Natur des Monsters geschlossen und daher wusste sie, es war ein Basilisk. Im Schuljahr 1994 veranstaltete die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei das Trimagische Turnier. Vor der zweiten Aufgabe mussten die Champions das Geheimnis um die goldenen Eier lösen, die beim Öffnen ein grelles Kreischen von sich gaben. Das Geheimnis war, dass das Geräusch unter Wasser zur Sprache wurde. Ein Champion, Cedric Diggory, dachte im Bad der maulenden Myrte darüber nach, wie er das Rätsel lösen konnte. Myrte beobachtete Cedric in der Wanne und gestand Harry, dass Cedric lange brauchte, um es herauszufinden. Fast alle Blasen in der Badewanne waren bereits verschwunden, als er es geknackt hatte. Später schlug Cedric Harry vor, dass er sein Ei ins Bad mitnehmen sollte. Mit Hilfe von Myrtles Hinweisen konnte Harry das Rätsel schließlich lösen. Myrte erschien Harry auch, als er im Schwarzen See war, und wies ihn auf die richtige Richtung hin, um das Dorf der Wassermenschen zu finden, und so half sie ihm, die Geiseln des Turniers vor den anderen Champions zu erreichen. 1997 vertraute Draco Malfoy der maulenden Myrte seine gescheiterten Versuche an, Albus Dumbledore zu ermorden. Myrte tröstete ihn, weil sie das Gefühl hatte, ihn zu verstehen, obwohl er in Wirklichkeit in einer Situation war, die nicht mit ihrer vergleichbar war. Als Draco und Harry sich ein heftiges Duell lieferten, genoss Myrte wie immer das Spektakel in ihrer Toilette. Das letzte Mal, dass Myrte von Harry Potter gesehen wurde, war, als ihr von Severus Snape befohlen wurde, das Badezimmer für immer zu verlassen. Und das war's auch wieder mit diesem Video und der Geschichte der maulenden Myrte. Wenn du noch weitere Fragen hast, stell sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn es das hat, würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wie gesagt, stell sie mir in die Kommentare und ich versuche so viel wie möglich zu beantworten. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.